Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Es ist Samstag, der 22. Januar 2022. Hä, voll das gute Datum. 22.01.2022. Wobei, die ganz krassen Daten kommen ja. Liebe Grüße gehen raus an alle Leute, die am 2.02.2022 oder am 22.02.2022 heiraten. Bestimmt super. Ich habe schon gelesen, die Standesämter sind überrannt. Ich persönlich hätte da ja nicht heiraten wollen. Ich könnte es ja gar nicht so schnell aussprechen. 22.02.2022 oder 2.02.2022. Aber gut, Grüße gehen raus. Bevor ich mit diesem Vlog starte, wollte ich euch darauf hinweisen, dass es zwei Dinge ab sofort von mir gibt. Und zwar gibt es die 10. Folge meines Podcasts Schule, Bücher und Wir, den ich in Kooperation mit dem Löwe Verlag monatlich veröffentliche. 10 Folgen, wahnsinnig krass. Diesmal geht es um Lesungen und wie man durch Lesungen quasi die Lesemotivation von SchülerInnen steigern kann. Es kommen auch neue Folgen, allerdings erst ab März. Wir gönnen uns eine kleine kreative Pause. Und außerdem gibt es das Unterrichtsmaterial zu Off the Record aus dem Arena Verlag von mir. Also falls ihr LehrerIn seid und eine Klasse zwischen der 8. und 12. Jahrgangsstufe unterrichtet, dann wäre das was für euch. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut da gerne mal vorbei. Deswegen steht hier auch übrigens Werbung. Nicht, dass ihr denkt, ich lasse mich von irgendeinem großen Möbellieferanten irgendwie sponsern. Wäre ich aber offen für. Also falls du bei einem Möbelhaus arbeitest, ich bräuchte noch ein paar Dinge. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, denn ich bin super glücklich, dass ich mein Büro euch schon abgefilmt habe, so wie es im Optimalzustand aussieht, denn diesen Optimalzustand gibt es nicht mehr. Ihr seht hier, es liegen überall Sachen rum. Und es hat auch einen bestimmten Grund, denn am Freitag kommt endlich unser neues Bett fürs Schlafzimmer. Wir schlafen ja seit Einzug in unserem Gästebett. Das ist im Prinzip unser altes Bett, denn wir haben die Lattenroste und die Matratzen einfach mitgenommen, weil die noch gar nicht so alt sind. Jetzt auch nicht mehr so krass neu, aber ne, also es wäre jetzt Quatsch, die wegzuschmeißen. Und unser Bettgestell war aber schon echt in die Jahre gekommen und deswegen haben wir uns entschieden, ein neues Bettgestell zu kaufen und darin schlafen wir jetzt. Das habt ihr auch schon gesehen. Das habe ich euch, glaube ich, im letzten Vlog gezeigt. Und jetzt kommt endlich unser Bett. Und unser Schlafzimmer war aber, dadurch, dass wir wussten, Mensch, das wird jetzt einen Monat lang nicht benutzt, haben wir da natürlich alles Mögliche reingeknallt. Denn auch der Keller sieht schon aus. Da liegen zum Beispiel auch Schrankteile von einem Schrank, der noch aufgebaut werden muss, im Keller. Das liegt aber daran, dass wir im Keller noch nichts aufbauen können und dafür in die Leisten. Und die kommen aber auch erst wirklich in 4 Wochen oder so. Und diese ganzen Sachen, die ihr hier seht, die gehören eigentlich in den Keller. Und ja, jetzt mussten wir so ein bisschen kreativ werden. Ich schwitze übrigens nicht nur, das ist mein Shirt. Mein Batman-Shirt. Just saying, nicht, dass ihr denkt, ich schwitze irgendwie. Ich schwitze bestimmt, aber man sieht es nicht mit dem Shirt. Egal. Was ist schon wieder los, Benny? Ja, genau. Deswegen können wir den Kellerschrank nicht aufbauen. Deswegen können wir auch diese ganzen Dinge hier nicht in den Schrank räumen. Deswegen müssen wir die jetzt ein bisschen aufteilen. Wir haben jetzt ein bisschen was in den Keller getan. Der Bauträger hat uns auch noch einen Schrank im Keller im Flur eingebaut, der quasi mit den Treppen abschließt. Den kann ich euch auch zeigen. Und ich dachte mir jetzt aber, ich nehme euch die Woche mal mit, weil es vielleicht relativ interessant sein könnte für die, die jetzt sagen, sie sind an diesem ganzen Umzugsthema und so interessiert. Aber auch für die ganzen, die irgendwie für den LehrerInnen-Content hier sind. dann wird es vielleicht ein ganz cooler Mix. Genau. Ich nehme euch jetzt mit. Wir machen uns fertig und fahren auf den Recyclinghof. Denn wir haben jetzt ein paar Sachen auch aussortiert, logischerweise. Und dann sind die schon mal weg. Und dann müssen wir noch einen Schrank aufbauen für unser Ankleidezimmer. Den wollten wir eigentlich nicht aufbauen, weil uns das Eckteil noch fehlt. Aber jetzt bauen wir den Schrank schon mal auf. Dann müssen wir noch das Eckteil aufbauen. Und dann ist es hoffentlich erledigt. Und dann nehme ich euch auch mit. Viel Spaß! Zeug und der Karton gehört bei der Mama. Und hier ist so Werkzeug. Und hier sind so alles Dinge, die entweder in die Kommoden kommen oder aber in die Nachtkästchen oder. Die Kommode, die ihr da seht, die kennt ihr vielleicht von meinem alten Wohnzimmer. Die wird auch an der Wand stehen bleiben mit dem Fernseher drauf. Und da unten ist unser altes TV-Board. Das kommt vors Bett als so Sitzbank quasi. Und genau, da steht jetzt noch mein Spiegel für den Eingangsbereich und die beiden Regalbretter oder Regale, die ihr vielleicht auch aus der alten Wohnung kennt, die kommen irgendwann mal noch ins Wohnzimmer bzw. in den Essbereich, wenn die Türen verbaut sind.
denn uns fehlen noch zwei Türen im Erdgeschoss, genau. Aber ansonsten ist es jetzt eigentlich hier ready, das heißt, hier kommt dann das Bett hin am Freitag und hier steht halt noch sowas rum. Aber mein Mann muss jetzt eh noch einen Schrank fürs Ankleidezimmer aufbauen. Das macht er heute. Heute ist übrigens Sonntag, der 23. Dezember. Ach Quatsch, gar nicht. 23. Januar. Wenn es der 23. Dezember wäre, das wäre richtig schön. Dann hätte ich frei. Nee, der 23. Januar. Und ich mache später noch ein bisschen Zeugnis und so. Und mein Mann baut dann hier den Schrank auf. Und dann ja, bringen wir den wahrscheinlich rüber und stellen hin. Und genau, dann ist hier nämlich auch was weg. Also hier diese Bretter hier hinten, das ist alles der Schrank. Da seht ihr schon so ein bisschen Bettwäsche. Genau, also ist ganz, ganz gut und wir sind relativ weit gekommen. Hier ist die Lampe, ich liebe die Lampe. So sehe ich heute übrigens an einem Sonntag aus. Das liegt daran, dass ich jetzt ein paar Instagram-Fotos mache, denn ich habe morgen, also am Montag, eine Kooperation, da freue ich mich sehr drüber, weil es ein ganz, ganz tolles Projekt ist. Und ja, ansonsten mache ich nur noch Fotos für Instagram, denn ich bin gerade so ein bisschen wieder auf dem Instagram. Also ich sehe das jetzt gerade auch noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive, muss ich ehrlich gesagt sagen, was viel auch mit dem Löwe Graphics Takeover zu tun hat. Ich gehe das Ganze so ein bisschen in Anführungszeichen professioneller an. Also ich plane Beiträge, ich tippe die teilweise auf dem PC, ich mache mir Gedanken so, wann macht was Sinn und so. Also da bin ich gerade so ein bisschen mehr wieder am Gucken, einfach wie das wie Instagram für mich so laufen kann und nehme mir persönlich da auch sehr den Druck. Ich habe auch in den letzten Monaten, normalerweise gibt es ja dann immer diese ganzen Vorschauprogramme rund um die Frankfurter Buchmesse. Ich war, glaube ich, an einem Termin anwesend für das neue Programm und das hat mir so semi gefallen und zu jedem anderen bin ich nicht gegangen, ehrlich gesagt, oder habe den verpasst, weil was anderes war und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit trotzdem sehr wohl fühle und gerade einfach auch diesen Druck rausnehme und mich mehr so auf dieses Lehrerding konzentriere, was Instagram angeht und ein bisschen auf, was lese ich gerade und das abzufilmen quasi, genau. Aber dazu fällt später mehr. Also wenn euch mein Instagram interessiert, dann klickt euch durch. Link ist in der Infobox. Hallo, ich sitze mittlerweile am Schreibtisch und bereite für die kommende Woche noch keinen Unterricht vor. Das mache ich gleich. Ich habe mich erstmal um die ganzen Instagram-Sachen gekümmert. Ich habe nächste Woche nämlich eine Kooperation mit der CBM, der Christopher-Blinden-Mission, und freue mich da wirklich super drüber und dachte mir, ich zeige euch hier zumindest einen kleinen Einblick und falls euch das näher interessiert, verlinke ich mal den Beitrag unten. Es ist ganz, ganz toll und ein wirklich super Projekt, wenn ihr Leseförderung und Lesemotivation in eurem Klassenzimmer steigern möchtet, zum Thema machen möchtet, wie auch immer. Und ich dachte, ich gebe euch da jetzt einfach nur einen ganz, ganz kleinen und kurzen Einblick. Schaut gerne bei dem Beitrag vorbei und auch in meinen Highlights unter CBM. Da findet ihr alle nötigen Materialien und was ihr wissen müsst und so. So, jetzt geht's an die Unterrichtsplanung und ich nehme vielleicht mal Mathe mit, weil ich das fachfremd mache und mir gedacht habe, ich gebe euch mal so ein bisschen Einblick, das haben sich nämlich manche von euch gewünscht auf Instagram, dass ich so ein bisschen was zur Unterrichtsgestaltung sage und das mache ich jetzt einfach. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich so in meinen Videos, aber es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu, vielleicht ist es ja auch ganz gut. Und genau, Mathematik mache ich fachfremd. An der Mittelschule ist es normal, dass man Fächer einfach unterrichtet, die man nicht studiert hat. Das ist auch alles cool, weil ich das Gefühl habe, dass mich das Mathe da jetzt nicht so überfordert. Ich arbeite sehr viel mit dem Material, was mir gegeben wird. Das heißt, ich habe ein Arbeitsheft, da mache ich sehr viel draus. Dieses Arbeitsheft, da gibt es auch ein Buch dazu, das nutze ich dann auch. Und damit komme ich ganz gut klar. Also manchmal suche ich dann noch was aus dem Internet raus und so, gerade gegen Ende der Sequenz, aber all in all bin ich eigentlich recht zufrieden und mag meinen Matheunterricht auch ganz gern, auch wenn der vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt mal,
Kompetenzorientiert? Nee, stimmt nicht. Er ist schon kompetenzorientiert. Aber es könnte so ein bisschen mehr hier mal experimentieren, hier mal versuchen und so. Aber das ist auch ein bisschen schwierig, weil meine Klasse, was sowas angeht, wirklich sich nicht so traut. Ne? Also die brauchen jetzt schon immer ein bisschen erstmal, das kannst du, das schaffst du und dann kann ich mit denen sowas machen. Das heißt, sehr kompliziert zu sagen, ach, probier doch mal so ein bisschen aus und dann gucken wir weiter. Da muss ein bisschen mehr passieren. Und die brauchen noch sehr viel Orientierung. Und die gebe ich denen hoffentlich durch den Unterricht. Ich zeige euch mal, wie ich das so plane. So, ich bin an meiner ersten Folie. Das gibt's immer, was die brauchen. Ich finde das, also das mache ich seit dem Referendariat eigentlich. Es gibt, also ich habe das Gefühl, bei meiner Klasse läuft das ganz gut. Ich muss aber auch sagen, in so größeren Klassen, da steht es zwar, aber wenn ich das nicht einfordere, dann müsste es da auch nicht stehen. Sagen wir mal so. Ich gehe dafür normalerweise immer zur Vorwoche und kopiere mir das hier einfach raus und füge das dann einfach hier ein und gut ist. Und dann ändere ich natürlich hier, was ist. Also am Anfang gibt es immer eine Warm-up-Phase, sage ich jetzt mal. Entweder das ist Kopfrechnen oder aber jetzt wie hier beim Dreisatz, ich gebe verschiedene Aufgaben vor und die SchülerInnen müssen das berechnen. Dann stellen wir jetzt in diesem Fall den Hefteintrag fertig. Damit da auch alles passt. Und danach gibt es eine Übungsphase. Ganz leicht. In der ich nämlich, das habe ich jetzt schon markiert, das hier mit ihnen mache. Es ist Rabatt und Skonto nochmal wiederholen. Zumindest die eine Seite in der Stunde jetzt. Die Seite wird dann Hausaufgabe. Und ich nehme noch Preiserhöhung und Mehrwertsteuer mit drauf. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal gucken. Nee, das passt, weil die Seite ist Mehrwertsteuer, weil das mache ich erst noch diese Woche. Und das kann ich denen aber schon am Mittwoch geben. Ist, glaube ich, die erste Mathestunde. Oder Dienstag? Dienstag. Genau, Dienstag oder Donnerstag. Und Preiserhöhung haben wir aber gemacht. Das heißt, auch hier im Warm-up werde ich zum einen den Rabatt nochmal wiederholen. Zum anderen aber auch nochmal die Preiserhöhung wiederholen. Und dann können die gut in die Übungsphase gehen und das eben erledigen. Und das war's dann. Also recht viel mehr mache ich da jetzt auch nicht. Und es ist auch wirklich genug. Der Hefteintrag wird genug dauern, die Übungsphase wird genug dauern. Und genau, zum Warm-up wird es diesmal ein bisschen komplizierter, weil, also das können sie zum Beispiel, ne? Der Grundwert ist 50 Euro, jetzt gibt es 20% Preisnachlass. Wie viel spare ich denn überhaupt, ne? Aber wenn jetzt sowas gegeben ist, wie zum Beispiel 1200 Euro, ist der Grundwert, der Prozentwert ist 60 Euro, wie ist der Prozentsatz? Das müssen die normal schon gut wiederholen. Oder jetzt hier auch ermäßigter Preis, ne? Also ich möchte jetzt den alten Preis, ich möchte aber auch dann wissen, wie viel muss ich denn dann bezahlen wirklich, ne? Ich will den Rabatt auch wissen, aber ich will auch wissen, was ist denn mein neuer Preis? Und das ist gar nicht so leicht für die, ne? Also das müssen die schon nochmal, Rabatt ist dann meistens leicht und dann gibt es einen Trick quasi, also ne, wenn ich jetzt 60 Euro für etwas zahle und 50% Rabatt bekomme, das können wir jetzt im Kopf machen, ne? Das ist nicht so schwer. Aber jetzt zum Beispiel hier beim Schreibtisch 300 Euro 30%. Auch das könnte man als Erwachsener, sage ich jetzt mal, der sich schon viel damit beschäftigt hat, im Kopf rechnen. Aber die müssen es schriftlich machen können. Und dann kommen die darauf, dass die über den Dreisatz oder über die Formel zum Beispiel einfach ausrechnen müssen, wie viel Euro sind denn 30%. Und dann aber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so, und jetzt, was du ausgerechnet hast, ziehst du einfach mal von diesen 300 Euro ab. Das ist schon mal ein größerer Schritt. Und dann gibt es aber noch den Trick zu sagen, naja, ich könnte jetzt, der alte Preis ist 300 Euro, ich muss jetzt, wenn ich einen Rabatt von 30% bekomme, ja noch 70% zahlen. Also rechne ich einfach gleich aus, was diese 70% sind. Und muss dann quasi später nicht nochmal vom eigentlichen Preis abziehen. So. Und das zu verstehen, das braucht ein bisschen. Ne? Und das machen wir jetzt da einfach. Und wie gesagt, dieser Einstieg zu Preisnachlass, der war letzte Woche Dienstag. Und der zur Preiserhöhung habe ich am Donnerstag gemacht. Und auch da gibt es viele Fragen. Und auch da müssen die das einfach üben. Und das machen wir in dieser Stunde.
Genau, das gibt es jetzt als Warm-up. Ein Schal kostet 30 Euro, es gibt aber 20% Rabatt. Wie viel muss ich für den Schal bezahlen? Und eine Hose kostet 50 Euro. Nach Abzug des Rabatts zahle ich noch 30 Euro. Wie viel Prozent Rabatt habe ich bekommen? Und die letzte Aufgabe, die Eintrittskarten eines Freizeitparks werden im Sommer um 10% teurer. Ein Erwachsener zahlt normalerweise 18,80. Wie viel zahlt er im Sommer? Genau, das als kurzes Warm-up. Das wird lang genug dauern. 20 Minuten bestimmt. Dann machen wir den Heftentrag fertig. Den kann ich euch eigentlich auch zeigen. Wo haben wir den gemacht? Da. Habt ihr bestimmt. Nein, hä? Oh nein, ich habe den wieder irgendwo abgespeichert. Oh nein, habe ich den Fappel Deutsch abgespeichert? Das wäre lustig. Wohnprojekt? Nein. Oh Gott, habe ich den schon auf in meinem Wochenplan? Das wäre die letzte Rettung. Wenn ich ihn beim Wochenplan abgespeichert hätte, dauert jetzt ein bisschen, weil mein Internet ist so semi hier. Hä, aber wo habe ich den abgespeichert sonst? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wo ich den sonst abgespeichert hätte. Nö. Naja, ich suche mal den Heftvertrag und dann melde ich mich nochmal. So schnell kann man sich täuschen. Seht ihr, ich habe noch nicht mal mit dem Heftvertrag angefangen. Also machen wir den Heftentrag, Rabatte und Preiserhöhungen. Erst noch und dann gehen wir in die Übungsphase über. Und damit sind 2 Schulstunden gefüllt, glaubt mir mal. Also der Heftentrag dauert bestimmt eine halbe Stunde. Warm-up 20 Minuten, dann sind wir bei 50 Minuten. Und dann haben wir noch 40 Minuten als Übungsphase. In der Optimalversion. Dazu kommt jetzt noch Testen und hier und da irgendwas. Ne? Und dann haben die vielleicht 30 Minuten. Eine Übungsphase. Genau. So. Erste Mal der Stunde erledigt. Ich habe eine Freundin jetzt beim Arbeiten. Na, Coco, du hilfst mir jetzt. So, apropos Heftanträge, ich orientiere mich da sehr stark an das Buch, an die Lernhilfen, die hier drin stehen. Wir werden jetzt beim Rabatt genau diese Grafik abzeichnen und dann eben die 2 Strategien besprechen. Entweder den Rabatt ausrechnen, den vom alten Preis abziehen oder gleich mit dem ermäßigten Preis rechnen. Und dasselbe machen wir dann für die Preiserhöhung, auch diese Grafik wiederum. Damit sie eben verstehen, dass der Preis, der hier gegeben ist, die 100% sind und sie dann eben noch 5% draufrechnen müssen. Auch da gibt es 2 verschiedene Strategien, logischerweise. Ich rechne erst die 5% aus und schlage die einfach hier oben drauf. Oder ich rechne gleich mit dem erhöhten Preis und spare mir quasi einen Schritt. Also auch das. Normalerweise versuche ich das immer direkt im Anschluss an eine Einstiegsübungsphase zu machen. Also es ist halt immer so, jetzt zu Beginn zum Beispiel haben wir uns das hier angeschaut. Und haben ihnen beschrieben, was sie gesehen haben und was man da jetzt rechnen muss. Dann haben sie das gerechnet, weil das kennen sie ja eigentlich schon. Und ein Schüler kam dann tatsächlich drauf, dass man gleich mit dem ermäßigten Preis rechnen kann. Und dann haben wir uns diese Strategie angeschaut quasi und haben dann Übungen dazu gemacht. Und das machen die SchülerInnen auch jetzt. Also ich habe wieder, ne, ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht gesagt, das ist die Regel, sondern ich habe die ein bisschen probieren lassen und dann die Regel erarbeitet. Und dann habe ich aber gleich die Preiserhöhung gemacht, weil mir das wichtig war, dass die gleich, wenn die so im Flow sind, das weitermachen. Und jetzt mache ich halt einen abschließenden Heftantrag. Normalerweise hätte ich jetzt erstmal hier den Heftantrag gemacht, dann hier den Heftantrag gemacht, aber jetzt machen wir es mal so. Genau. Das ist jetzt noch für Dienstag. Ich bin jetzt gerade schon beim Mittwoch. Sieht ähnlich aus. Wir haben hier eine Warm-up-Phase. Dann werden wir Mehrwertsteuer machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es auch so benenne. Ich glaube tatsächlich, weil dann können wir noch ein bisschen diskutieren, was denn die Mehrwertsteuer überhaupt ist. Und dann gibt es wiederum eine Übungsphase. Aber wahrscheinlich im Buch. Gehe ich mal schwer von aus. Warm-ups sind sehr ähnlich. Eine neue Sache habe ich jetzt noch übernommen. Kinder zahlen im Frühling 12,30 Eintritt für den Zoo. Im Sommer zahlen sie 15,50 Euro. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Sowas streue ich immer mal wieder mit ein, damit meine SchülerInnen dann auch mal so ein bisschen was zum Nachdenken haben. Viele sind dann überfordert, wissen nicht, was sie rechnen sollen. Meist kommen aber dann doch ein paar SchülerInnen drauf und dann besprechen wir den Lösungsweg und dann mache ich das immer wieder und immer wieder und dann wird es meistens eigentlich ganz gut. Also ich bin gespannt, wie sie jetzt auf die Aufgabe reagieren. Hallo, es ist 17:16 Uhr. Ich meine jetzt noch genau eine Stunde. Bisschen weniger, eine Dreiviertelstunde. Ich bin gerade am Zeugnisse schreiben. Bei uns in Bayern ist es so, dass die kompetenzorientiert formuliert werden.
Das heißt, dass es einen Absatz zum Arbeits- und Sozialverhalten gibt. Das habe ich letzte Woche schon gemacht. Jetzt gerade habe ich Englisch gemacht. Das war jetzt nicht so spannend, weil ich da einfach die Formulierungen vom letzten Jahr auf meine Klasse angepasst habe im Prinzip. Und jetzt gerade sitze ich an Deutsch. Das habe ich letztes Jahr nicht gemacht, weil es mein Kollege gemacht hat. Und jetzt hier übrigens mit einer Wärmflasche. Weil hier ist voll warm, weil hier oben, vielleicht seht ihr das, ich habe hier noch keine Treppe und keinen so einen Abschluss. Und die ganze Wärme im Prinzip kann gar nicht entstehen, weil die halt nach oben wandert. Und dann ist es halt kalt, deswegen hocke ich hier mit Wärmflasche. Und ich schreibe die gerade für Deutsch und dachte, ich nehme euch mal so ein bisschen mit und zeige euch, wie ich das jetzt einfach mache. Genau, ich habe mir hier meine Themen formuliert, beziehungsweise die Sachen, einfach die Kompetenzen, die ich in den letzten halben Jahr erfüllt habe, beziehungsweise mit den SchülerInnen gemacht habe. W-Fragen, Fremdwörter erklären, Inhaltszusammenfassung, zitieren, innerer Monolog, Textverständnis und Rechtschreibung. Dazu kommt jetzt noch Lesen, weil ich mit meinen Schülern und Schülerinnen natürlich auch gelesen habe. Und das war's. Mehr dürfte ich nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich habe mich früher immer noch super gestresst, irgendwie zu sagen, oh, jetzt brauche ich aber noch die Note und jetzt muss ich aber noch das machen, damit es jetzt nicht nur, also ihr seht ja auch, das ist jetzt super lese-schreiblastig, gut, ein bisschen Rechtschreibung gibt es, ein bisschen Lesen gibt es, Hören, stimmt, ich habe Hören eigentlich mit denen gemacht, das könnte ich mir noch aufschreiben. Ich habe auf jeden Fall versucht, irgendwie so, oh, ich brauche jetzt irgendwie alles von. Und ich versuche das bei der Jahresplanung schon auch noch, aber das ist jetzt ein Zwischenstand. Ne? So sehe ich das jetzt auch. Also Hören zum Beispiel haben wir super wenig gemacht. Und dann ist es halt so. Ne? Dann, klar kann ich jetzt nochmal sagen, okay, das sollte ich vielleicht irgendwie nochmal bei dem Zwischenstand beachten. Und dann muss ich aber jetzt im weiteren Verlauf halt nochmal mehr was mit Hören machen. Aber da bin ich mittlerweile wirklich sehr entspannt geworden. Habt ihr schon gesehen, das habe ich hier 1, 2, 3, 4, 4 hingeschrieben. Eigentlich müssten jetzt noch hier 5 und 6 stehen. Die habe ich Gott sei Dank nicht. Und ich habe letztes Jahr Formulierungshilfen von einer Kollegin bekommen mit so Indikatoren für die Texte quasi. Ne? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn mir jetzt so schnell als einfällt, ehrlich gesagt. W-Fragen. Also meine SchülerInnen können die W-Fragen mit Hilfe des Textes beantworten. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel mir hier was raussuchen. XY, irgendein Name. Jetzt mache ich eine Kampfformulierung, das möchte ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, ich mache es einfach und dann zeige ich euch es mal. Oder ich kann es euch eigentlich, stimmt, ich könnte euch eigentlich die für Englisch zeigen zumindest. Ah, da seht ihr jetzt aber dann die Namen. Das ist doof. Aber ich kann euch doch, nein, ich mach's anders. Ich habe mir letztes Jahr nämlich diese Formulierungen mit XY nämlich reingemacht und dann erkennt ihr das, glaube ich, ganz gut. Hier ist es. XY versteht problemlos komplexe Äußerungen zu Themen aus der Alltags- und Berufswelt Jugendlicher auch bei unbekanntem Wortschatz. So. Und jetzt wäre es problemlos, wäre der Indikator für wo steht's? Ich weiß nicht, ob hier problemlos steht, ehrlich gesagt. No, aber das wäre jetzt mein Indikator für, oft problemlos steht hier für das erwartete Kompetenzniveau. Ne? Also sprich, die Kompetenz wurde genau erreicht. Problemlos wäre für mich fast schon ein Indikator mehr so zu dem richtig Guten. Genau, und so mache ich das einfach. Ich gucke mir hier diese ganzen Formulierungen an und gucke, was passt, öffne den Lehrplan nebenbei für so ein paar Formulierungshilfen und dann dauert das alles ein bisschen, aber vom Jahr zu Jahr wird es irgendwie einfacher, ehrlich gesagt. So, es steht, ich muss aber sagen, erstens, ich glaube, es ist viel zu viel. Zweitens ist mir jetzt noch ein bisschen was eingefallen. Zum Beispiel habe ich Bewerbungen mit meinen SchülerInnen geschrieben, habe ich vorhin im Jahresplan gesehen und natürlich sofort gedacht, ja klar. Deswegen habe ich jetzt auch einen Satz formuliert, den ich überall reinschreibe, egal welche Note. In Kooperation mit dem Fach Wirtschaft, in Kooperation mit dem Fach Wirtschaft und Beruf, formuliert er oder sie sicher Bewerbungsanschreiben und Lebensläufe. Das hat nämlich wirklich jeder gemacht. Genau,
Ich habe jetzt mal den ersten Wurf. Mal gucken, ob ich den so lasse. Ich lese mal vor. XY liest sehr gut artikuliert, sinnkonstruierend, flüssig und genau. Der Schüler belegt Textaussagen immer treffend und schreibt diese unter Einhaltung von Zitierregeln richtig auf. Er schließt altersgemäße Texte immer richtig und diskutiert die Beziehung zwischen Figuren durchdacht und absolut sinnvoll. Das zum Beispiel ist, und diskutiert die Beziehung zwischen Figuren, wenn ich keinen Platz habe, lasse ich das, glaube ich, raus. XY nennt Text, so hatten spezifische Merkmale einer Kurzgeschichte äußerst sicher und kann mit Hilfe der W-Fragen kontinuierliche und diskontinuierliche Texte zielgerichtet erschließen. Auch hier, falls es zu lang wird, lasse ich, glaube ich, das kontinuierlich und diskontinuierlich raus. Und vielleicht auch das, die Merkmale in einer Kurzgeschichte, weil das hat wirklich jeder erfüllt. Also, ne, dann ist es, ja, irgendwie muss ich mal gucken. Der Schüler formuliert themenbezogen innere Monologe fehlerfrei und übernimmt so regelmäßig einen Wechsel der Erzählperspektive. Er überprüft äußerst sicher Texte von anderen anhand vorgegebener Kriterien. Der Schüler wendet Regelhaftigkeiten der Rechtschreibung, wie in etwa Groß- und Kleinschreibung, Doppelkonsonanten und den Unterschied zwischen das, sehr sicher an. Das wäre jetzt der Text für die Nummer 1, oder beziehungsweise für die Note 1, die es wahrscheinlich nicht gibt. Und jetzt seht ihr halt den Unterschied zum Beispiel schon zur 2, da kommt halt nicht sehr oder immer vor oder äußerst oder sowas, ne? Sondern da steht halt dann gut, meistens, fast immer und so weiter. Also dann sind einfach die Indikatoren ein bisschen anders. Bei der 3 ist es dann eben oft mit diesem meist oder ich sehe, ich habe hier voll viel meist drin. XY liest meist, gut artikuliert, der Schüler belegt Textaussagen manchmal, ist auch treffend und schreibt diese unter von Zitierungen meist richtig auf. Er schließt altersgemäße Texte oft richtig oder so, muss ich dann schreiben. Und diskutiert die Beziehung zwischen Figuren häufig durchdacht. Y nennt Textsorten spezifische Merkmale einer Kurzgeschichte oft sicher und kann mit Hilfe der W-Fragen Texte meist zielgerichtet erschließen. Der Schüler formuliert themenbezogene innere Monologe und übernimmt so häufig einen Wechsel der Erzählperspektive. Er überprüft meist sicher, wendet die Regelhaftigkeit der Rechtschreibung häufig treffend an und so weiter und so fort. Bei 4 ist es dann eher sowas wie teilweise, manchmal, beziehungsweise nee, nicht manchmal, sondern was war's? Grob, genau. Also teilweise oder grob. Manchmal zum Beispiel auch diskutiert die Beziehung zwischen Figuren wenig durchdacht, übernimmt teilweise einen Wechsel der Zielperspektive, überprüft ungenau Texte von anderen, die Regelhaftigkeit der Rechtschreibung wendet er unsicher an. Bei 5, die habe ich jetzt noch dazu genommen, ist dann sowas wie selten oder äußerst oberflächlich oder selten durchdacht. Er nennt wenig Textsorten spezifische Merkmale, kann mit Hilfe der W-Fragen nur schwankend die Texte zielgerichtet erschließen, formuliert mühsam themenbezogen innere Monologe und so. Also, das sind die Indikatoren einfach anders. Und das hilft mir auch bei der Unterscheidung, ne? Auch wenn es dann zu Elterngesprächen kommt. Ne? Also, wie kann ich jetzt daraus lesen, dass es eine 4 ist? Wie heißt denn die 5 oder wie wäre dann die 3 und so? Dann kann ich das anhand dessen sehr gut erklären. Ich muss auch sagen, unser Rektor lässt uns da sehr freie Hand, sage ich jetzt mal. Aber ich versuche, dass es für mich schlüssig ist. Also es kann jetzt auch sein zum Beispiel, dass ich jetzt anfange mit meinen SchülerInnen und jetzt muss man sich ja vorstellen, selbst wenn jetzt jemand eine 3 hat, gibt es bestimmt Aspekte, da ist er auf einer 2 und andere Aspekte ist er auf einer 4. Das heißt, ich kopiere das jetzt nicht einfach so, sondern ich ändere das natürlich individuell ab. Und dann erkenne ich vielleicht so, oh, das passt gar nicht oder oh, das kommt gar nicht rüber, dass der jetzt da wirklich eine 3 hat oder wirklich eine 2 hat. Dann ändere ich das nochmal. Aber das ist erstmal so das grobe Gerüst, mit dem ich arbeite. Hallo, es ist wahnsinnig spät am Abend und ich habe gerade angefangen, diesen Vlog zu schneiden und gemerkt, oh mein Gott, wir haben schon fast eine halbe Stunde. Und das ist für mich immer so die Grenze. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich diesen Vlog jetzt beende und morgen einfach mit einem neuen anfange und euch da immer noch mitnehme, was das Schlafzimmer angeht. Ich werde euch das Bett an sich jetzt nicht zeigen, aber einfach, wie das ankommt, so den Vibe. Ich habe einfach Bock zu vloggen. So, ich gucke mal, was ich euch alles zeigen kann. Auch dieser Vlog ist ganz anders geworden, als ich den eigentlich irgendwie angedacht hatte. Ging jetzt viel um Unterrichtsvorbereitung und Zeugnisformulierungen. Lasst mir da auch gerne eure Gedanken dazu da, vielleicht formuliert ihr Erzeugnisse ganz anders oder denkt euch jetzt, oh mein Gott, Benny, was machst du da? Das ist total blöd.
Das würde ich niemals so sagen. Lass mich das gerne wissen. Auch wenn ich jetzt meine Tagesformulierung nicht ändern werde. Also ich habe da letztes Jahr ganz gute Erfahrungen mitgemacht und wir lesen die auch immer Korrektur und so weiter und so fort. Deswegen alles gut, aber vielleicht macht ihr es ja ganz anders beispielsweise. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr beim nächsten Blog wieder vorbeischaut und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Bis dann!